Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, eine Meile pro Meter heißt die Mission, die wir jetzt beginnen werden. Also Männer, das ist unser Ziel. Was ist unser Ziel? Strategischer Bedeutung, nördlich von hier. Die Einnahme dieses Ziels bricht dem Feind hier endlich das Genick. Soweit mir bekannt ist, bin ich hier immer noch der befehlshabende Offizier. Das ist mein Feldzug. So sieht's aus. Und mich setzen Sie jetzt noch mindestens 100 Kilometer westlich von hier fest. Sie wurden befördert für Ihre Tapferkeit. Doch Sie sind nicht mein Vorgesetzter. Eben das. Das Hauptquartier betrachtet dieses Dorf als strategisch äußerst wichtigen Ort. Westlich des Flusses befinden sich starke feindliche Befestigungen. Nein, starke Befestigung. Damit komme ich doch nicht gut klar. Und nehmen das Dorf noch vor Mittag. Wir müssen die Westküste sichern. Es gibt zwei Basen, hier und hier. Sobald wir die zerstört haben, ist diese stark befestigte Linie unser Hauptziel. Das klingt sinnvoll. Sicher, nur zu. Wir nehmen inzwischen das Dorf ein. Es ist unklug, ohne Unterstützung zu weit vorzudringen. Sie könnten umstellt werden, von drei Seiten. Hallo, Wilhelm? Tja. Dann mal los. Der Wilhelm will wohl nicht hören. Ah, da unten ist er sogar. Na, ihr werdet bestimmt schon irgendwie was hinkriegen. Der Kaiser kann auf uns zählen. Ja, dann geht ihr mal hier rein und ich sehe vor mir gleich eine Eisenmine. Dann mach mal's, wie es sinnvoll ist diesmal. Mechs voraus. Ja, ihr sollt euch bewegen. Erst die Mechs und dann die Infanterie. Die Brunhilde ist immer so langsam. Ah, die ist auch so schlagkräftig, dann darf sie ein bisschen langsam sein. Die Verbündeten stoßen aber auf heftigen Widerstand. Das ist eine der Basen. Dann zerstören wir sie und stellen uns klug dabei an. Ja, das würde ich auch sagen. Attacke! MG-Salve. Die bringt ja fast gar nichts hier. Brunhilde, hier sind doch Feinde. Ach, ihr schafft es so. Da muss ich die Spezialfähigkeit noch nicht einsetzen. Das habt ihr irgendwie so hinbekommen. Saxonische MG-Schützen bereit. Infanterie, los geht's. Ich mag die Mörserbots. Die Mörsermechs. So, die Eisenmine wollen wir aber dann direkt doch mal einnehmen. Ja, ihr nehmt die Eisenmine. Und ja, der ist ein bisschen beschädigt. Dafür reparieren wir ihn noch nicht. Das wird schon klappen. Ich glaube, wir können auch noch ein bisschen weiter vorlaufen. Ja, ihr stellt euch mal an die Mauer. Da sind hier, glaube ich, wieder Feinde in der Nähe. Feindliche Aktivitäten hier. Na, das sage ich doch. Sieht nach einer versprengten Einheit aus. Erwarte Befehle. Stellt euch mal strategisch klug auf. Das ist der einzige Befehl, den ich euch gerade geben kann. MG-Salve. Komm schon. Die macht Schaden. Die macht Schaden. Da hinten ist ein Mörser. So geht es aber nicht. Da mörsern wir mal zurück mit Brunhilde. Sehe leider nicht, ob das klappt. Jetzt könnte ich sehen. Das hat gerumst da. Ich glaube, das sieht gut aus. Wir machen Schaden. Der Mech muss noch ein bisschen weiter vor. Und die können wir jetzt weiter verschieben. Nein, Brunhilde wird beschossen. Bester Mann ist es. Gut. Infanterie nach vorne. Das sieht doch sehr gut aus. So, alle ausgeschalten. Sieht gut aus. Wir warten auf eine Mission. Ja, ihr nehmt hier die strategische Position. Und ihr nehmt die Ölpumpe. Oh, Vorsicht, da sind nochmal Feinde. Wo sind denn meine Flammenwerfer? Nicht abschießen. Ich dachte, das wäre dann meine Werkstatt, wenn ich sie übernehme. Dass du deinen fetten Hintern in Bewegung setzt. Nein, mein MG-Trupp. Die haben da so eine Feldkanone. Brunhilde, komm!
Das war, glaub, ein bisschen zu früh. Rückzug! Rückzug! Komm schon, Artillerieschlag muss... Ja, auf die Kanone! Auf die Kanone! Komm schon! Oh, das hat nicht viel gebracht. Schieß doch auf die! Alles gut bei euch? Oh, da kommen mehr Feinde. Und eine MG-Salve kann ich nicht abfeuern. An Kugelhagel heißt es hier. Ist egal, ist ja praktisch dasselbe. Komm schon! Da kommen einige. Attacke! Und Flammenwerfer-Attacke. Gut, ihr steht da auch nicht einfach dämlich rum. Ihr kommt mit. Ihr kommt am besten mit. Oh, meine Brunhilde leidet aber wie sonst was. Ja, das kriege ich mit. Attacke! Artillerieschlag! Oh, der hat auch nicht viel gebracht. Doch, der hat viel gebracht. Uiuiui. Gut, ihr nehmt das jetzt wieder ein. Die Leute, die hier drin sind, meine Pioniere, nicht einquartieren, ihr müsst mal reparieren. Ihr müsst reparieren. Ja, dann dient mal. Habt ihr es endlich geschafft, ihr Mörsertrupps? So. Flammenwerfer haben wir hier. Grenadiere haben wir hier. Mörsertrupps können nach vorne, genauso wie der Mech. Dann müssen wir aber noch nach links laufen, genau dahin. So, aber erst wenn die das hier eingenommen haben. Ja. So, wen... Ihr nehmt erstmal die Gesundheit hier. Das kann euch nur gut tun. Versuchen Sie es nicht wieder kaputt zu machen. Ich gebe mein Möglichstes. Vielleicht kommt ihr MG-Schützen mal hier rein. Ihr seid eh immer so langsam. Kann man was bauen? Hauptquartier? Ja! Dann bauen wir das doch einfach mal. Kann man mehr Truppen ausbilden? Mehr Truppen ist immer mehr gut. Ja, ihr schaut mal, dass ihr da... Nein, Brunhilde, du kommst hier hin. Ölpumpe können wir nicht aufwerten. Ach, da fehlt uns das Eisen. Das ist natürlich unpraktisch. Hauptquartier wird errichtet, das ist gut. Ich glaube aber, mit den Trupps hier können wir schon ein bisschen kämpfen. Artillerieschlag! Ja, hoffen wir mal, dass es... Ja! Die sind weg! So, seid ihr auch bereit hier? Nee, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Okay, wir haben gerade... Sind am Truppenlimit. Was können wir noch bauen? Im Moment nichts. Okay, das ist schade. Irgendwas ausschlachten. Ja, hier war ja ein feindlicher Mech. Das sieht gut aus. Oh, guck mal, die stehen einfach da rum. Die stehen ja einfach da rum. Da müssen wir den Radius eng ziehen. So, jetzt aber. Ja, mach Hackfleisch aus ihnen. Oh, das hat viel gebracht. Das ist wunderbar. Oh, da kommen mehr. Dann ziehen wir mal die zwei Infanterieeinheiten nach. Wieso steht ihr da in der Flamme? Achso, ihr habt was gelootet. Dann sei es euch natürlich vergönnt. Werkstatt und so kann ich nicht bauen. Eine Kaserne könnte ich bauen. Nee, Werkstatt braucht nur ein bisschen mehr Eisen. Das kriegt man hin. Hier ist ja noch eine Eisenmine. Glaubt, wir können sogar das Teil hier aufrüsten. Ach, und ich habe Unterstützung bekommen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Dann sammelt euch mal bei der Basis hier. Ja, es sieht doch gut aus. Ihr nehmt das erstmal ein. Und ihr könnt gleich die Eisenmine einnehmen. Hey, was jetzt los? Wir stoßen auf fast keine Gegenwehr. Wir könnten das Dorf ganz einfach einnehmen, bevor die merken, was los ist. Negativ.
Wir greifen von beiden Seiten gleichzeitig an. Dann haben wir einen Fluchtweg für den Fall, dass irgendetwas schiefläuft. Jetzt anzugreifen wäre sicherer. Warum geben wir ihnen Zeit? Wartet, bis wir da sind. Das ist alles. Na schön. Bauen wir eine Angriffsstellung und sorgen für genügend Feuerkraft, um ihre Verteidigung zu... Das wollte ich gerade machen. Neues Primärziel. Ah, Gunther denkt genau wie ich. So, her mit der Eisenmine. Wir sind stets bereit. Was benötigt der Kaiser? Michs. Ganz, ganz viele Michs. Wollt doch die... Okay, die Eisenmine ist abgegradet. Hier, die wird gerade eingenommen. Die müssen wir natürlich auch dann gleich upgraden. Dafür sind die Ressourcen hoffentlich da. So, könnt ihr hier noch was bauen? Hier brauche ich auf jeden Fall... Genau euch. 180 Öl brauche ich. Ja, das Lebensblut des Imperiums muss mal ein bisschen aufgelevelt werden. So, das passt. Eisenmine wird vergrößert. Das finde ich doch schön. Dann haben wir hier eine Kaserne, die braucht man nicht hier. Ah, die Unterstände, dafür habe ich gerade zu viel Truppen. Das ist natürlich nicht gut. Vor uns ist noch eine Eisenmine, da schicken wir mal Brunhilde leicht nach vorne. Mit dem Mech, den ich hoffentlich hier auswählen kann. Ja, das hoffe ich doch. So, Eisenmine wird abgegradet. Hier sammeln wir. Und das braucht noch 180 Öl. Das haben wir doch gleich. Na wunderbar. Sollte nur ein bisschen schneller laufen. Okay. Vielleicht müssen wir einfach noch mehr looten. Das kann natürlich auch sein. Wir können hier von links natürlich auch einmal flankieren. Geben Sie uns ein Ziel. Du sollst links rumlaufen. Was machst du denn? So. Oh, hier ist eine große Eisenmine. Die unbewacht ist. Nee, doch nicht so unbewacht. Ah, da brauche ich doch keinen Artillerieschlag für. Den heben wir uns auf. Angriff! Nein, feindliche Einheiten auf der falschen Seite. Ich wollte doch hier ein Ding bauen. Ein Unterschlupf. Oh, da sind sogar einige. Ihr könnt nicht kämpfen. Ihr könnt kämpfen. Kampfschrei. Mech kommt gleich. Ich sollte wahrscheinlich auch hier mal ein bisschen Truppen verlagern. So viel, wie das gerade sind. Auf wen schießt ihr denn hier? Vorsichtig. Nicht alle, ich brauche euch jetzt hier. Ich brauche euch jetzt hier. Brunhilde, komm zurück. Wo kommen die denn alle her? Ich muss die echt absichern, die Verteidigung. Granate. Ja komm, werft auf die Granate. Und Kampfschrei. Sehr gut, da kommen noch mehr. Passt auf, Jungs. Steht doch nicht hier rum, Angriff. Ja, aber alle Feuer. Das sieht gut aus, das kriegt ihr noch hin. So. Auf wen mörserst du denn, wenn man fragen darf? Ach komm, Bunker. Ich brauche doch einen Bunker und dafür müssen ein paar Leute hops gehen. Gut, sammelt mal ein, was einzusammeln geht. Und dann könnt ihr... Oh, da vorne sind welche. Hätte ich vielleicht Brunhilde nicht abziehen sollen. Bisschen weiter nach vorne für die MG-Salve. Dann wird sie hoffentlich genauer. Komm schon. Ja, das ist sehr effektiv. Truppen sind unterwegs zum Einnehmen. Das gefällt mir. Wo ist denn mein guter Michchen? Ach, der bewacht die Stellung. Das gefällt mir eigentlich. So, jetzt kann man eine Werkstatt bauen. Ziemlich viele feindliche Einheiten. Nicht gut. Aber das sind auch noch nicht so wirklich viele. Komm schon. Attacke. Na also. Ich glaube, Brunhilde verlagern wir wirklich hier mal nach vorne.
Ja. Nur Zeit, Brunhilde, nur Zeit, Brunhilde. Wir sind zu allem bereit. So, wen heile ich denn von euch hoch? Die Flammenwerfer, aber ihr seid eigentlich noch ganz gut im Futter. Ja, ihr nicht mehr. Nehmt Gesundheit. So, Mine gesichert, das ist schön. Ihr baut, euch würde ich auch ganz gern heilen, wenn es denn geht. Ja, hier. Bestätigt. So, den müssen wir aber auch unbedingt heilen. Beziehungsweise reparieren. Öl gibt's irgendwo rechts von mir, eine große Ölpumpe sogar. Die wollen wir dann uns gleich einverleiben. Nur hier mal schauen, dass wir noch die Mechs reparieren und vielleicht die Stellung ein bisschen halten können. Links gibt's Ölfässer, okay. Nein, nochmal Gegner, aber Brunhilde ist hier vorne. Ja, das hoffe ich doch. Und ihr geht zu den anderen Ölfässern, wo auch immer die sind, hier. Da kommen echt viele. Da kommen echt viele. Artillerieschlag mitten rein. So, jetzt aber. Oh, der Mech, der hält das nicht aus. Ja! Schaut euch den schönen Artillerieschlag an. Ein Glück hat man den gerade verfügbar. Das hat wirklich alle ausgelöscht. Hui, ich dachte schon, ich komme hier ein bisschen in die Bredouille. Ja, Position bestätige ich dir auch. Wir sind hier, um zu dienen. Dann macht mal einen Schrapnellunterstand. Glaub hier wird es mir am besten gefallen, dass wir da nicht aus Versehen mal weggeholt werden. Ja, ich würde schon sagen, aber erstmal upgraden wir das, dann können wir die richtig, richtig gut machen. So, den verschiebt man dahin. Oh nee, Mech, komm zurück. Gerade als ich bauen wollte. Komm zurück. Da sind doch Feinde. Und zwar ganz viele. Komm schon, Mech. Machst du weg? So, und wer kommt da rein? Ich hätte am liebsten MG-Schützen, egal. Boah, das macht ihr gut. Rein mit euch, einmal upgraden und einmal reparieren. Und da haben wir einen Wotan. Her damit. Ich mach hier gar nichts kaputt. So, euch schickt man mal nach vorne, an die Front. Ja, das ist Pech, wenn auf euch geschossen wird. Tut was dagegen, schießt zurück. Da sind Ölfässer. Oh nee. Granate! Oh, Verzeihung, da musste ich kurz niesen. Staubt hier ein bisschen in meinem Zimmer. Komm schon, macht sie fertig. Ja, guckt mal, wie viel Schaden wir machen. Unsere Einheit wird leider gerade ausgelöscht. Ah, dadurch können wir mehr Mechs machen. Ich glaube, dadurch können wir mehr Mechs machen. Ja, angreifen. Angreifen. Kommt ihr klar hier? So, sieht gut aus. Können wir noch was bauen? Kaserne brauche ich eigentlich nicht. Ach, können wir trotzdem bauen. Können wir trotzdem bauen. Die schickt man mal einen Tick nach vorne. Die sind hier ein bisschen zur Verteidigung. Oh je, feindliche Einheit hier. Schon nicht mehr da. So, die müssen wir irgendwie reparieren. Da kommen feindliche Einheiten. Ah, hier sind wahrscheinlich die Verteidigungsstellung. Ah ne, die sind erst da rechts. Ich hätte tatsächlich gesagt, wir müssen noch ein bisschen Mechs bauen. Ich würde nochmal einen Isegrim machen. Sehr viele Gegner gesichtet. Das ist aber nicht schön. Ja, dann schaut nicht hin und feuert einfach zurück. Da kommen echt einige.
Okay, Basis bauen hat damit geklappt, also war die Kaserne unbedingt noch notwendig. Achso, war nur ein Sekundärziel. Dann streicht das mit unbedingt notwendig. Okay, ich bin aus dem Radius raus. Der Kaiser benötigt, dass du dich mal ein bisschen nach vorne bewegst. Wir müssen eh die Ressourcendinger einnehmen. Vor allem alles, was mit Öl zu tun hat. Komm schon. Raketen. Ja. Mein NG-Trupps geht's nicht gut. Schalte die Mechs aus. Das ist hier los. So, das sieht einigermaßen okay aus. Würde ich zumindest behaupten. Da ist ein MG-Trupp. Ihr schlachtet doch gleich. Ich habe hier unten was gesehen. Ja, ihr schlachtet das Teil da aus. Isegrim hier zur Sicherheit. Ihr seid da, um zu dienen. Das finde ich gut. Ihr nehmt die große Ölpumpe da auf jeden Fall mal ein. Und der Isegrim kommt nach da. Hey, wer läuft denn da? Achso, das sind meine MG-Jähre. Ich verstehe immer Truthahn, obwohl das ja ein Wotan ist. Ich weiß auch nicht, was mit meinen Ohren los ist. Angriff! MG-Salbe! Ja, Brunhilde, auf das Gebäude! Schalte sie alle aus! Ja! Zumindest rausgelockt haben wir sie. Ja, ich sehe, dass mein Wotan unter Beschuss ist. Das gefällt mir nicht. Ah, jetzt brauche ich tatsächlich wieder eine fußläufige Einheit. Wo haben wir die denn alle hingeparkt? Die nehmen die große Eisenmine ein. So wie ich ihnen das befohlen habe. Das ist doch schön. Und dann holen wir mal die Flammenwerfertrupps, damit sie hier die Eisenmine einnehmen. Komm schon, Rakete. Ja, beinahe down. Komm schon. Bisschen näher hin. Für die MG-Salve. Komm schon. Oh, der hat gar nichts getroffen. Dafür treffen die ganz gut. Dafür treffen die ganz gut. Wehre Panzereinheit ist bereit. Hey, der haut ab. Das finde ich aber uncool. Und da sind die Leute. Ihr seid bereit, eure Pflicht zu tun. Dann kommt mal mit. Ich glaube, den Teil der Basis muss man nicht verteidigen. Vielleicht hier das Innere. Weiß nicht, wer da auf meine Basis... Ah, könnte schon sein, dass da was passiert. Ich hätte, glaube ich, gern einfach einen Unterstand hier. Ja, da kommen sie schon. Immer, ich baue die gerade immer, wenn es eigentlich zu spät ist. Komm schon. Oh, da ist so ein Slasher. Weg damit. Ja, ich glaube auch, dass wir ihre Aufmerksamkeit haben. Hätte ich davor halt hinbauen müssen, das Teil. Mehr angreifen. Weniger Ja sagen. Komm schon. Wotan, Raketen. Doch kein Nahkampf dagegen. Ja, er ist down. So soll das sein. So soll das sein. Ja. Elite-Rang für mich. Nix für die Gegner. So. Das kann man hier natürlich alles wieder looten. Nein, mein Trupp. Wo? Warum? Ja, das ist nicht gut, dass der Feind da anrückt. So, ihr kommt da mal mit ins Getümmel, Jungs. Komm schon, das schafft ihr auch so. Wo sind denn meine Pioniere? Au, 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 au. Geh doch in Deckung. In Deckung. Brunhilde ist bereit, das ist schön. Angriff. Ich brauche alles, was ihr angreifen könnt hier. Ja, auf die aber auch. Auf die aber auch. Komm schon, Artillerieschlag.
Mist. Hier brauchen wir unbedingt eine verstärkte Stellung. Mist. Mist, meine schöne gepanzerte Einheit. Raketen. Oh Mensch, die schießen hier aber mit wilden Sachen auf, nicht? Ist das noch nicht down? Wieso sehe ich keine Helfbar? Doch, es kippt um. Ui! Links noch mehr Feinde. Ich hab doch hier gar nichts mehr. Glaubt, das war... Wo kommen die denn links her? Ja, ich mach mal 4 Isegrims. Kann nicht schaden. Ja, du bleibst mal kurz da. Beziehungsweise von wegen. Du kommst hier rüber. Mach's sie fertig, Isegrim. Erstmal müssen die Leute hier schön alles einsammeln, aber dann brauche ich tatsächlich Pioniere und ich glaube, ich habe keine mehr. Ja, ich sehe auch ganz viele. Bin nicht sehr begeistert darüber. Ja, 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 das habe ich mitbekommen. Erstmal hier ein bisschen Beruhigung wieder reinbringen. Oh, da gibt es natürlich auch noch Gegner. Ja, dafür seid ihr ja da, um unter Feindbeschuss zu stehen. Komm schon. Ich brauche meinen zweiten Isegrim. Einmal Deckung. Angriff. Angriff auf den. Schnell, bevor er die Eisenmine hat. Schieß doch. Mist. Beinahe hätte es ja geklappt. So. Ich glaube, die zwei Isegrims schaffen das schon. Hier sind 3 weitere. Die würde ich aber zum Vorrücken verwenden. Schön. Ihr kriegt das hin. Ich brauche noch einmal Pioniere. Hauptquartier ist hier. Rückt mal vor. Ganz entspannt. Oh, das kriegen die hin. Komm schon. Ihr werdet überall gebraucht, praktisch. Ah, die Pioniere brauche ich dringender. Weil dann können wir hier tatsächlich ein bisschen was reparieren. Das wäre ein bisschen Verschwendung gerade, wenn man die zuerst jetzt reinschicken. So, ihr kommt mal nach da. Obwohl ihr panzerbrechenden Einheiten, ihr nehmt die Mine wieder ein. Oh, das ist doch super. Das ist eine gute Arbeitsmoral hier. Repariert mal Zeug. So, ihr... Keine Ahnung, was ihr macht. Seid ihr noch bei Gesundheit? Ja, einigermaßen in Ordnung geht's euch ja. Ne, Isegrim bleibt hier. Ja. Und ihr Mörsertrupps kommt auch mal hierher. So. Dann müssen wir eigentlich nur noch ganz kurz warten, bis die da oben repariert sind. Gut, die Stellung ist auf jeden Fall erstmal gesichert. Würde ich sagen, das hier sieht auch in Ordnung aus. Wir könnten natürlich noch Isegrims machen. Warum eigentlich nicht? Einen können wir noch machen. Dann ist die Basis da unten auch gleich etwas verteidigt zumindest. So, Pioniere sind oben und die müssen eigentlich nur 2 Einheiten reparieren. Und dann können wir auch schon vorrücken. Na, da kommen aber welche. Ja, das bringt die nicht so wirklich. Also Brunhilde einmal nach vorne. Wir greifen jetzt deren Stellung hier an. Und die Ölpumpe nehmen wir uns natürlich auch noch. Habt ihr es fast repariert? Sieht gut aus. Isegrim, rück vor. Raketen. Ja, sehr schön machst du das. Komm, zerstampf sie einfach, Brunhilde. Einfach zerstampfen.
So. Hier warten ja schon zwei Mechs. Das ist wunderbar. Ihr repariert gleich mal das. Ja, aber dir geht's doch noch gut. Da braucht man sich noch keine Sorgen machen. Artillerieschlag. Warum auch immer. Die wären auch so draufgegangen, obwohl ich schon sagen muss, dass es ziemlich effektiv ist. So, Isegrim kommt nach da. Ihr kommt nach da. Und ihr kommt einfach mit mir. Wir gehen mal nach vorne und schauen mal, was so läuft. So, da ist natürlich die Ölpumpe. Irgendwelche Einheiten. Oh, meine Pioniere wollte ich nicht opfern. Vorsicht mit den schweren Geschützstellungen. Die zerfetzen alles in ihrer Reichweite. Ja. Sowas hatte ich dann auch im Kopf. Aber das sieht gut aus. Die drei Isegrims reichen, glaub. Rauch! Rauch! Das sind die schweren Geschützstellungen. Macht sie fertig. Komm schon, erstes MG. Hammer genügend. Ich glaube, ich schicke einfach meine Isegrims nach. Wollt den zwar zur Basisverteidigung, aber Angriff ist die beste Verteidigung. Los jetzt. Rauch. Rauch. Okay, die Ölpumpe gehört so gut wie mir. Nein, gepanzerte Einheit down. Komm schon. Artillerieschlag gegen das große Teil. Oh, da ist noch ein größeres. Komm schon, meiner Brunhilde geht's nicht gut. Ich glaube, wir müssen uns quasi zurückziehen. Attacke. Oh, das geht ihnen nicht gut. Das geht ihnen nicht gut. Wir haben uns zu weit vorgewagt. Wir hätten, glaube ich, ein bisschen weiter drüben losgehen sollen. Taktischer Rückzug. Taktischer Rückzug. Wir haben zwar viel ausgeschaltet von denen, aber die machen gerade brutal Schaden. Brauchen Sie eine Panzereinheit? Was ist das denn eigentlich? Erlkönig, Artilleriemech. Warum nicht? Ein Erlkönig, bitte. So, die nehme ich, um hier meinen Rückzug zu sichern. Komm schon. Schnell Brunhilde reparieren. Boah, Raketen auf was? Auf das Teil. Rauch, dann sind wir ein bisschen geschützt. Oh, ist das schön, Brunhilde wird repariert. Ein Glück hatte ich die Pioniere da. Komm schon, Isegrim. Mach die Anti-Mech-Kanonen. Nein, du bist down. Aber wir haben noch zwei. Gegen die Kanone, schnell jetzt. Wir verlieren ja hier alles. Die Gegner aber auch, die haben so viel Verluste. Und ich glaube, ich habe gleich einen Artillerieschlag gegen das große Teil. Ja, das ist nicht gut. Das finde ich auch. Und du lebst ja noch. Kann ich dich ja reparieren? Attacke! Da leben noch mehr. Artillerieschlag! Komm schon! Mach so richtig viel Schaden! Da hinten sind noch Mörser. Mist. Wo bleibt denn der Artillerieschlag? Brunhilde. Dass sie ein bisschen Schaden macht. Ah, da kommt die Verstärkung, wenn man sie am nötigsten hat. Habe ich hier noch was, was ich bauen kann? Ich glaube, noch ein paar Isegrims könnten mich schaden. Artillerie-Mech schicke ich auch mal nach vorne. Komm schon, macht's einfach fertig. Bisschen Rauch tut's auch. Ja, das sieht nicht gut aus mit meinen gepanzerten Einheiten. Rakete rein in den Schützengraben. Das hat viel gebracht. Das ist ein Schlachtfeld hier. Komm, da ist noch eine Anti-Mech-Kanone. Holt die Jungs. Holze! Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Nein, meine gepanzerten Einheiten. Isegrim, ich brauche dich doch hier. Gut, das sieht besser aus. Das sieht jetzt besser aus. Ich habe hier unten echt alle Mechs praktisch verloren.
einmal Brunhilde nochmal hochheilen. Vor allem, wenn hier noch mehr kommt. Oh! Macht ihn mich fertig! Na, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich würde trotzdem sagen, wir müssen mal noch ein bisschen Mist nachmachen. Werkstatt hier. Isegrim wird fertiggestellt. Na also. Vorrücken. Wir sind hier, um zu dienen. Wir haben schon Schlimmeres repariert. Gut, das reparieren wir hier. Und dann sollte man die ganzen Mich-Überreste mal einsammeln. Oh, da backt wieder so einer. So, du bist auch repariert. Vorrücken. Das ist schön, ihr bleibt aber im Hintergrund. Oh, da sind Geschützstellungen. Nicht gut. Rauch. Rauch. Haben schon einen Artillerieschlag gegen die Kanone. Wo war die denn? Da ist ein riesiges Flak. Ihr sollt nicht beschossen werden. Ah, hier ist auch ein Hauptquartier. Und eine verbesserte Kaserne. Rauch! Da steht sie doch. Da sind wir gleich da. Die Kanone hol mal weg. Die Isegrim schickt man mal nach hier. Da ist sie doch. Ah, dafür opfere ich aber nicht meinen Artillerieschlag. Nicht, wenn so viele Isegrims hier sind. Ja! Rein mit euch. Macht die Werkstatt platt. Macht das Hauptquartier platt. Weg mit allen. Das sieht gut aus. Und ich kann jetzt natürlich auch hier meinen Mörsermech reinschicken. Oh, die haben gerade einen neuen Mech gebaut. Attacke. Bevor er sich bewegt. Na, er hat sich bewegt. So ein Mist. Natürlich für den Kaiser. Los jetzt. Angriff. Beste Verteidigung. So, die Kaserne ist gleich auch hops genommen. Ihr werdet überall gebraucht. Na, also Hauptquartier wird zerbombt. Ihr könnt hier mal Ressourcen einsammeln. Wo habt ihr feindliche Einheiten entdeckt? Ihr kommt damit klar, oder? So. Ihr kommt nach da. Komm schon, Feuer. Macht mal den weg. Hier sehe ich noch irgendwelche Flaks, aber ich glaube, die sind nicht so wichtig. Denke ich zumindest mal. Sehr schön. Und hier sind noch Männer. Achso, das sind die, die backen. Gegnerische Truppen nähern sich. Das ist aber nichts Gutes. Obwohl, ich bin hier echt gut vorbereitet. Nimm die Zerstörerkanonen ein oder zerstöre sie. Ja, das kann ich machen. Da brauche ich aber mehr Einheiten hier. Oh, ihr lauft alle dadurch. Das kann man natürlich machen. Erwarte Befehle. So, ihr kommt mal mit. Ja, sehr schöne Ressourcen. Und da sind ja Einheiten. Ja, das will ich hoffen. Ich will sie ja einnehmen. Oh, da sind ja ganz viele. Da sind ja ganz viele Gegner noch. Rückzug! Ihr seid nicht gemacht für den Kampf. Da brauche ich meine anderen Infanterieeinheiten. Die da zum Beispiel. Komm schon. Ja, das ist eine ordentliche Einstellung von dir, würde ich mal sagen. Komm schon. Und jetzt nehmt ihr hoffentlich mal dieses Geschütz hier ein. Und wo ist das dritte? Mir wurden drei versprochen. Hier unten muss es sein. Ah. Sag's.
Ja, das denke ich mir. Deswegen seid ihr ja da. Artillerie, los jetzt. Ah, ich brauche mehr Bodentruppen. Ich habe das Gefühl, ich brauche ein paar mehr Bodentruppen. Wie läuft's mit dem Angriff, Artillerie-Mech? Nicht so gut. Naja, das kriegt ihr schon irgendwie hin. Flammenwerfertrupp, stationäres Geschütz wird bemannt. Ja, okay, dann habt ihr zumindest das, aber ich muss Truppen nachmachen. Oh, guckt mal, da sitzen auch noch welche drin. Angriff! Wir brauchen hier schlagkräftige Unterstützung! Ja, du bist ja nur ein einzelner Held, der hier versucht, die auszuschalten. Weiß nicht, ob das so gut geht. Okay, so viel kann ich nicht einsetzen. Raus mit euch, ihr bemannt das Geschütz! So, und ihr? Ist hier alles repariert? Sieht zumindest ganz gut aus, bis auf der Isegrim. Und der Isegrim. Dann nehmen wir auch noch die ein. Ja, schauen wir mal. Ja, das ist nicht gut. Schauen. Greift doch die Leute an und nicht das Geschütz. So muss das, so muss das. Gut gemacht. Sichern wir das Gebiet und rücken zum Dorf vor. Was ist das? Gefeilter Pilgrim hier! Wir werden angegriffen! Wer wird angegriffen? Von Norden, Osten und Süden. Ein Hinterhalt. Nein! Wir brauchen Verstärkung! Wir sind so schnell wie möglich da. Durchhalten. Von Duisburg Ende. Alle herhören. Die werden auch uns angreifen und wenn wir tot sind, helfen wir niemandem. Wir überstehen den Sturm hier und rücken dann vor. Verschanzt euch hier und haltet so viel Feuerkraft bereit, wie ihr könnt. Neues Primärziel erhalten. Das sieht doch gut aus. Bemannt die Geschütze. Für ein schönes Geschütz. Sie sind überall. Wir brauchen... Mist. Kommt, los, los. Mist. Wir gehen besser in den Rein hier, Jungs. Ich brauch doch die Geschütze. Sich von Osten sind ganz schön viele. Das Dorf ist umstellt. Ja, ja, chillt. An die Front. Feindliche Einheit entdeckt. So. Da vorne sind die Einheiten. Was ist eigentlich hier passiert? Komm schon, ihr habt doch die Kanone. An die Kanone, an die Waffen. Attacke. Raus mit den MG-Jähren. Rein mit den Panzerbrechern. Ja, ist auch ein bisschen doof, dass Gunther da in der Mitte steht. Komm schon, ich hab doch die Kanone. Schaltet die Dinge aus. Lang. Könnt ihr die Zerstörerkanone echt nicht übernehmen? Wir sind zu allem. Wir können auch etwas aufbauen. Ja, dann nehmt doch das. Feuer auf sie herabregnen lassen. Ja, deswegen seid ihr hier. Ja, die bemannen das tatsächlich. Vielleicht waren das. Sind das hier nicht genügend? Da habe ich doch noch meine MG-Trupps, denen zwar nicht so gut geht, aber ran da. Komm schon. Wir brennen auf einen Kampf. Was könnt ihr denn alles angreifen? Schreiter bereit. Feuer, sobald ihr bereit seid. Oh Mist. Na gut, Gunther kommt wieder in die Mitte. Macht am meisten Schaden. Isegrim nach da. Isegrim nach da. Ja, die schwere Artillerie braucht man gleich, ne? Los, Gunther, raus mit dir! Wer feuert der Mörser? Ach, das sind meine. Ja, ihr macht den Schreiter kaputt. Ganz einfach. So viel verschanzen muss ich mich ja hier gar nicht.
Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. So, ihr nehmt Gesundheit. Ihr seid die besten Männer, wenn es ums Reparieren geht. Ich werde Ihnen den Tod bringen. Ja, du verteidigst mal da oben, hoffentlich. Begebe mich zu neuen Koordinaten. Ja, das ist sehr schön. Nein, Brunhilde. Wir sind hier, um zu dienen. So, einmal reparieren. Boah, und dann gleich mal einen schweren Artillerieschlag. Position bestätigt. So. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Mehr Feindbeschuss von vorne. Gut, der ist down. Dann alle. Auf sie mit Gebrüll. Das sind heftige Mechs. Wir rücken vor. Irgendwie. Alles gut bei euch, ihr werdet referiert. Isegrims nach vorne. Komm schon. Rauch. Rauch zur Deckung. Ja, ihr habt das Ding geschafft. Ist das schön. Ist das schön, was ihr hinbekommt. So, ich würde sagen, hier haben wir noch ein kleines Problem. Nein, ich will doch nur drei Isegrims. Nicht alle. Ihr bleibt da oben. Ihr da unten geht mal hier rüber. Und dann brauche ich meine Pioniere ganz dringend. Einmal ein Fläschchen auf die Brunhilde, bevor es weitergeht. So. Ihr sichert mal. Wir müssen sie da rausholen. Ja. Gleich. Sofort. Umgehend. So, du bist repariert. Du kommst natürlich mit. Du kannst mal hier vorgehen. Wo sind denn die feindlichen Einheiten, die ihr alle zu glauben seht? Ja, mit euch kann ich nichts mehr wirklich anfangen. Du bleibst auch da. Da ist der eine Feind. Aber Brunhilde soll doch... Ah, da wird sie gleich repariert. Ja. Der Prinz nicht so wirklich. Komm schon. Mensch, hätten wir im Moment auch viele Ressourcen, um Zeug rauszuhauen. Hätten echt eine... Könnten nämlich Übermacht jetzt werden. Komm schon, schön reparieren. Hier ist dann auch noch ein Isegrim, der ein bisschen Liebe braucht. Wir haben schon Schlimmeres repariert. So, dann geht's aufwärts. Vorwärts. Rückt vor, Jungs. Da passiert ja einiges. Ran. Ran da aber schleunigst. Prinz Wilhelm! Schnell, bitte! Wir werden neue Befehle. Einer unserer Trupps ist gefallen. Einer unserer Trupps ist gefallen? Komm schon. Alles nach vorne, was wir haben. Ja, das kriege ich mit. Alles nach vorne, was wir haben. Artillerieschlag mitten hier ins Getümmel. Und Rauch zur Deckung. Wäre praktisch, wäre das Giftgas. Ein Glück bin ich kein Kriegsführer. Dass ihr feuert. Und zwar ein bisschen plötzlich. Na komm schon. Wo sind denn meine Isegrims? Deckt Wilhelm mit Rauch, wenn es sein muss. Kann ich Wilhelm steuern? Ja! Jetzt kann ich ja alle steuern. Nein, nicht auf ihn. Oh, das wollte ich gar nicht. Artillerie! Feuer! Ja, die Feinde haben keine Chance gegen mich, würde ich mal sagen. Nochmal ein bisschen Rauch. Und Angriff. Mehr Feuerkraft. Mehr Feuerkraft für den Kaiser. Sehr schön. Nein, die bringen uns um. Wir ergeben uns. Nicht schießen. Sie ergeben sich. Entwaffnet sie. Hände hoch. Lass die Waffen fallen. Paul, wir haben es geschafft. Paul,
Sanitäter! Sanitäter, schnell! Nein, Paul. Wer war Paul? Ein Sieg. Ja, Schwierigkeitsgrad war einfach. Das ist gerade mir ein bisschen sympathischer. Sehr schön. Kriege ich wenigstens mal eine Goldmedaille. Ist das nicht schön? Und die Videosequenz haben wir uns jetzt halbwegs verdient, würde ich sagen. Komm schon, nicht so viel Fortschrittsbalken, mehr Videosequenz. Da kommt sie ja schon. Hoffe ich zumindest, dass es schnell geht. Sonst muss ich mal dahin cutten, wenn die immer so lang drauf zum Laden. Ne, da ist sie. 1919 an der östlichen Front. Wer ist denn das? Zahlen, die sie verlangt haben. Zahlen bitte. 40 Verwundete. 612 unserer Männer haben nicht überlebt. Mist. Das ist deine Schuld, Prinz Wilhelm. Das ist es doch alles wert, nicht wahr? Für Kaiser und Vaterland. Oh. Was ist hier los? Bist du verrückt geworden? Was fällt Ihnen ja, ist er. Er ist der Prinz! Sei froh, dass du der Sohn meines besten Freundes bist. Sonst würde ich dich standrechtlich erschießen lassen. Ah, das hat er sich verdient. Und 1920 im kaiserlichen Palast Dresden in Saxony. Hab ich nicht gut geschlafen? Ich glaub nicht. Ich sehe so mürrisch aus. Also immer noch gerne nachts spazieren. Nur um diese Zeit habe ich meine Ruhe, alter Freund. Rauchen ist ungesund. Dankeschön. Ich wollte diesen Krieg. Na also. Ja, so wie alle anderen auch mich angeschlossen. Er lag lange in der Luft. Wir hatten nur keine Ahnung, was Krieg in diesen Zeiten bedeuten würde. Viel Tod. Ich musste sie opfern, wissen Sie? Wilhelm ist schließlich der Thronerbe. Ein Skandal hätte das Ende der Monarchie bedeuten können. Ihm die Krone zu geben, würde auch das Ende der Monarchie bedeuten. Er ist sehr labil. Der Krieg macht selbst die anständigsten Leute zu Wilden. Ich will ihn beenden, Gunther, aber auf die richtige Art. Indem wir gewinnen. Ich bitte Sie, gehen Sie dieser Fenris-Sache nach. Da ist was dran. Die Russwirt-Spionin Olga sagt, Fenris will sich Zugang zu Teslas Fabrik verschaffen. Wer seine Waffen besitzt, hat kein Interesse mehr an einem Frieden. Das ist ein guter Punkt. Ich habe in all ihren Kriegen gekämpft, alter Freund, aber ich bin eine Axt und sie brauchen jetzt einen Dolch. Sie sind ein aufrechter Mann und mein ältester Freund. Vielleicht sogar mein einziger. Möglich. Für mich. Oder um der alten Zeiten willen. Oder für das Reich. Es ist mir egal, aber bitte lassen Sie mich nicht im Stich. Na gut, ich glaube, ich bin überzeugt worden. Also gut. Politisch bin ich geschwächt. Ich kann den Friedensvertrag wohl nicht mehr lange verteidigen. Ich brauche so viel Munition wie möglich. Zusammen enttarnen wir diese Leute und... Nein! Wer? Irgendwer muss die harten Entscheidungen treffen, oder? Du Vollidiot! Es geht um Saxonys Seele. Er hätte den Kampf verloren. Wie konnten Sie? Du hast deinen Vater erschossen. Sie waren es, verrückter alter Mann. Hilfe! Mord! Mein Vater! Hilfe! Oh, so ein Arschloch. Na gut, damit sind wir am Ende von der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.